Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Kaffeeklatsch Folge 2. Alle wieder da, alle wieder glücklich, alle hatten Kaffee, alles gut. Video jetzt auch besser, weil geile Kamera. Danke, Toto. Kein Problem. So, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie sind wir zum Gaming gekommen, wer sind wir überhaupt und so weiter. Jetzt, was spielen wir aktuell? Zum Beispiel Icarus und Terraria. Womit sollen wir anfangen? Lass uns so mit Icarus anfangen, weil das haben wir, glaube ich, alle zusammen gespielt. Ja. Können wir, glaube ich, alle ein bisschen was zu sagen, wie uns das Spiel so gefällt. Fangen wir einfach mal an. Ja. Mein erster Gedanke zu Icarus war eigentlich, also wir hatten das auf Steam gesehen, hatten das so ein bisschen im Auge behalten und hatte tatsächlich so ein bisschen Angst, erstmal das überhaupt mehr zu holen, weil die Specs, die man für Icarus braucht, doch relativ groß sind oder relativ hoch sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die aktuell so rauskommen. Und dachte mir dann, ja, im Zweifelsfall, hey, 2 Stunden spielen, Umtauschrecht bei Steam, gar kein Problem, lad's dir runter. Und überraschenderweise läuft's sehr gut bei mir. Also mit den typischen Problemen, die, glaube ich, so fast jeder irgendwie hat, das ruckelt hier und da mal. Die Schatten sehen nicht ganz so toll aus, die flackern halt schon mal so ein bisschen irgendwie rum. Das sieht irgendwie dann alles so ein bisschen problematisch aus. Hier und da so ein paar kleinere Bugs. Aber von meiner reinen Performance her, muss ich sagen, läuft es tatsächlich gut. Und mein Rechner ist halt Durchschnittsrechner. Also ich habe eine GTX 1080, glaube ich. 16 GB RAM, also jetzt ist alles nichts Spektakuläres. Ich erfülle quasi gerade die Mindestanforderungen von Icarus und habe alles auf hoch stehen und mit funktioniert, also von den Grafikeinstellungen her. Ja, das war so der erste Eindruck von Icarus. Da war ich schon mal überrascht, dass es doch funktioniert. Ja, und dann haben wir einfach mal reingespielt. Ich glaube, euch ging es ähnlich. Ihr habt ja auch einfach dann gesagt, dann lasst uns das ausprobieren. Ja, genau. Ja, ja, vor allem ist halt, also ich habe jetzt, sage ich mal, von der Grafikpower den potentesten Rechner von uns. Und ich habe mir halt gedacht, so, so gut, ne? Krasse Grafikkarte, das hat Raytracing, das hat alles Mögliche, aber das funktioniert nicht. Also es war so DirectX 12 an, ja, DLSS, weil, ne, performancemäßig geil und Performance sagt so, nö, 30 FPS, geil. Ich dachte mir so, ja, der P kann das aber auch spielen. Also muss das ja irgendwie gehen. Ja, also falls ihr das spielen wollt mit Raytracing oder so, lasst es sein. Funktioniert nicht, meine Erfahrung. Ansonsten, ja, laufen tut es an sich ganz gut. So, dat, ja, wie du schon sagtest, so irgendwie ist es manchmal komisch. Es will zu gut aussehen in manchen Momenten irgendwie. Ja. Und dann funktioniert das technisch irgendwie nicht. Und ich meine, ich habe auch nur 16 Gig RAM. Ich glaube, der Einzige, der mehr hat, ist Toto. Ja, 32. So, und du brauchst ja schon mindestens 16 Gig RAM, was ja schon mal eine Ansage ist, ne? Und ich glaube, ich habe auch gerade so den Prozessor, den man braucht, um das spielen zu können. Das ist jetzt auch kein alter Prozessor, muss man mal dazu sagen. Ansonsten ist es irgendwie anders für ein Survival-Game, wenn ich das einfach mal so in den Raum schmeißen kann. Aufgrund dieser Mission, die man da spielen muss. Das macht aber auch irgendwo den Reiz aus, so, weil du bist nicht am Zerdenken, was baue ich jetzt noch und baue ich das jetzt cool und nehme ich mir die Zeit so und ja, scheiß drauf, du brauchst halt ein Haus. Ja. Und ja, was es ich kacke finde, weil ich baue gerne. Das ist eine sehr andere Erfahrung. Ich meine, ja gut, dafür gibt es extra noch den Sandbox-Modus theoretisch in Icarus. Ja. Ne, da kann man dann wirklich einfach mal drauf losbauen, wenn man da einmal Bock zu hat. Ist tatsächlich doch recht andere Erfahrung als die klassischen Survival-Games. Das hat natürlich seine üblichen Eigenschaften. Man braucht Nahrung, man braucht Wasser. Man muss irgendwelche Materialien finden, um so ein bisschen zu craften, um voranzukommen. Aber durch dieses Missionsdesign hat man immer noch so einen zusätzlichen Faktor, der einen unter Druck setzt, weil die Missionszeit auch in der Echtzeit abläuft. Das heißt, die meisten Missionen gehen 7 Tage. Das heißt, wenn ich einmal starte, 7 Tage später muss ich die abgeschlossen haben. Sonst würde der Charakter tatsächlich sterben, wenn ich nicht wieder vom Planeten runtergehe. Ich muss sie nicht beendet haben, ich muss sie nicht schaffen, die Mission in der Zeit. Ich kann auch einfach so wieder gehen. Da kriege ich natürlich meine Belohnung dann entsprechend. Ja, klar. Ein Feature will ich mal kurz hervorheben bei Icarus, weil ich es einfach unglaublich geil finde und mich das irgendwie immer wieder flasht, dass das so gut funktioniert, ist das Hosting-System. Ich finde das unfassbar gut gelöst. Stimmt, ja, definitiv. Klassisches System ist ja, weiß nicht, der Timo macht jetzt ein Spiel auf, hostet das und ich join dem Spiel, der Timo hat den Speicherstand und wenn der Timo gerade halt nicht online ist, kann ich halt entsprechend nicht weiterspielen oder er müsste mir entsprechend den Speicherstand zukommen lassen
Oder alternativ müsste man wieder irgendeinen Server haben, irgendwie aufsetzen und kann dann dort zentral spielen. Icarus löst das alles viel, viel besser. Und zwar erstellt einer ein Spiel und sobald ich diesem Spiel einmal gejoint bin, kennt mein Client das Spiel quasi. Und der Speicherstand liegt in der Icarus Cloud und der Timo kann alleine diesen Speicherstand weiterspielen. Der geht dann raus und solange der Toto auch mal da drin war, kann der Toto irgendwann joinen, spielt alleine weiter, geht raus. Der Spezi geht ein bisschen später rein, kann weiterspielen, geht raus und am Ende spiele ich alleine weiter und kann spielen. Und wir spielen alle mit dem gleichen Speicherstand weiter. Das ist halt ja, unglaublich gut gelöst. Also, das stimmt, da ist auch ja. Bis jetzt noch nie irgendwas schief gegangen. Also es war wirklich bis jetzt immer so, dass wenn einer irgendwas alleine weitergespielt hat und ein anderer dann 2-3 Stunden später weitergespielt hat, es gab keine Probleme, dass ja. Da irgendetwas doch nicht geladen wurde oder irgendetwas nicht doch noch nicht widerstand, sondern du bist da reingegangen, du hast genau gesehen, das und das wurde gemacht, das und das ist auch wirklich da und das funktioniert einfach. Das ist ja. Ein absolut tolles System. Also da können sich andere da können sich andere Entwickler definitiv mal was von abgucken und sollten dieses System auch mal für sich dann irgendwie entdecken und halt auch implementieren, weil es funktioniert ja. Ja. Das geht ja. Ne? Also das ist halt echt super praktisch, weil das Einzige, was halt irgendwie ist, aber ich, das stört halt noch nicht mal, wie ihr sagtet, ihr seid alle schon raus und ich bin der Letzte, der quasi eine Mission ist, hoste das ja dann und dann stehen da halt irgendwie noch mehr Kapseln rum. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Verwirrung stiften soll, weil das ist halt schon, du wird auf der Karte zwar angezeigt, wo deine Kapsel ist, ungefähr, aber dann stehen da vielleicht 3 Kapseln, da musst du die erstmal finden. Also, ja, ich weiß halt nicht, ob das ein Bug ist, der da einfach noch angezeigt wird oder ob ja, das selbst, Absicht also, ist. Selbst so. Wenn es ein Bug ist, der stört nicht. Ganz ehrlich. Nein, also das ist ja wirklich eine Kleinigkeit, wo man einfach drüber hinwegsehen kann. Ansonsten, ja, wie ist das Spiel allgemein? Wie gefällt uns das Spezi? Was sagst du? Ja, also ich würde auch nochmal gut sagen, ich habe auch nur so einen Mittelklasse-Rechner, also alles irgendwo im mittleren Bereich. Hatte auch am Anfang so ein bisschen die Angst, dass es irgendwie nicht läuft, weil man noch so, ich habe meinen Rechner erst vor einem Jahr zusammengebaut und da war immer die Angst noch, da ist die Angst noch da, dass irgendwelche Spiele nicht laufen. Deswegen war es jetzt am Anfang auch so. Aber das Einzige, was mich tatsächlich irgendwie stört, ist gar nicht mal die Grafik oder so ein paar Ruckler. Da schaut man drüber hinweg, da ist so, dass das Spiel bei mir tatsächlich mal wieder abstürzt einfach und ja, okay. Sich plötzlich auch der Rechner gar nicht mehr fangen will. Ja, das ist dann so das Einzige, was so tatsächlich stört, aber sonst, ja, den Rest schaut man so hinweg, weil man weiß, das Spiel steht am Anfang, dass sie da nochmal dran arbeiten und so. Ja, ich finde, da kann man sich mit arrangieren und ansonsten war jetzt die Frage, wie das Spiel so bisher so ankommt. Finde ich es wirklich ganz gut, es ist sehr entspannt auf eine Art und Weise, du kannst halt selber erstmal entscheiden, gerade noch am Anfang, weil du weißt, du hast 7 Tage, was du machen willst. So geht jeder, glaube ich, anders in die Mission ran. Ich sag mal, wir spielen oft relativ so, dass wir uns erstmal was aufbauen, so viel wie möglich, was noch gar nicht verlangt ist eigentlich. Und ich glaube, jemand anders würde da vielleicht durchrennen. Deswegen finde ich es immer cool, dass es so gar nicht genau vorgegeben ist, was willst du jetzt machen oder was musst du machen, sondern dass du dir das so ein bisschen selber anpassen kannst und dann auf ein Ziel hinarbeitest, was dann für alle gleich ist am Ende. Aber so der Weg dahin. Ist ja. Auf jeden Fall ganz entspannt, finde ich, für mich. Ja, finde ich auch. Also du, klar, du musst dich irgendwo absprechen, weil es gibt ja diesen Solo-Modus, sag ich mal, wo du noch Perks hast, die, sobald du mit irgendwem zusammen spielst, nicht nutzen kannst. Aber das ist halt irgendwie, also ich habe gesagt, ich gehe auf Bauen. Gut, ich hänge jetzt ein bisschen hinterher. Ich habe die letzte Zeit nicht mit euch gespielt. Ihr könnt jetzt auch alle bauen. Ne? Aber Das war so der erste Gedanke, dass einer halt baut, der andere macht irgendwas mit Bögen, also mit Waffen und der nächste, der Spezi, macht halt hier seine Kräuterhexen-Geschichte. Ja, ja. Ist, glaube ich, der einzige noch, der irgendwie anbauen kann, glaube ich. Ne? Genau, ja. Vielleicht zur Erklärung für die Leute, die das Spiel so gar nicht kennen. Man hat quasi 2 Trees, in denen man skillen kann. Also man geht einfach ganz normal Level up, wie es halt in vielen Spielen so ist, durch Sammeln, durch Craften, durch Tiere töten, durch einem möglichen Schnickschnack kriegt man eben Erfahrungspunkte. Dann hat man eben diese 2 Trees. Einmal so einen klassischen Skill-Tree, der einem so ein bisschen so ja, Perks eben gibt, wo man dann besser jagen kann, mehr Schaden macht. Und also der ist relativ groß, sag ich mal, dafür, dass man gar nicht so viele Punkte dort verteilen kann. Man ist dann irgendwann limitiert bei Level, was war das, 40?
Bis Level 40 gibt es Talentpunkte, genau. Und nach Level 40 bekommst du nur noch die Punkte, um im Technikbaum Sachen freizuschalten. Das ist nämlich der andere Baum, dann gibt es diesen Technikbaum, da schaltet man quasi Blueprints frei. Wenn ich die nicht freigeschaltet habe, kann ich das auch nicht craften halt entsprechend. Mhm. Das heißt jetzt aber, das ist jetzt eine Frage, weil ich bin ja Level 22, glaube ich, in dem Spiel. Du kannst also im Technikbaum alles freischalten. Theoretisch. Fast alles. Fast also Level alles, 99 okay. Ist wohl Max, von dem, was ich gelesen habe. Also ich bin jetzt bei Level 50 irgendwie, ich weiß jetzt gerade nicht genau, 52 glaube ich. Ja, richtiger No-Lifer. Und Entwurfspunkte kriegt man eben weiterhin, um Blueprints eben freizuschalten. Und wenn man wohl auf Level 99 ist, hat man fast alle freigeschaltet. Okay. Ist aber auch nicht nötig, wirklich alle freizuschalten. Also erstmal, wenn man zusammen spielt, eh nicht. Es gibt auch viele Sachen, die sind rein zu Deko-Zwecken, gerade beim Hausbau. Ja. Es gibt halt ein Holzhaus, es gibt dann ein Steinhaus. Das ist durchaus noch ein Unterschied. Wir können gleich mal aufs Wetter noch eingehen, was Wetter für einen Einfluss hat in Icarus. Und dann gibt es aber noch so ein Aluminiumhaus. Das ist alles optisch schön und Betonhaus und man braucht es halt nicht. Es ist, wenn einer Bock hat zu bauen, ist es durchaus sinnvoll, das zu nehmen. Dann kann man auch Tische bauen und Stühle bauen. Nur die bringen jetzt keinen Gameplay-Mehrwert, nenne ich es jetzt einfach mal. In der Mission auf jeden Fall nicht, weil du es nicht brauchst. Genau. Es ist halt wirklich einfach eine optische Sache, wo man sagt, da habe ich halt Bock zu, das kann man dann lernen. Wenn man wirklich nur das Nötigste nimmt, was man braucht, was man am Anfang halt nicht weiß. Deswegen ist Solo wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, als natürlich irgendwie mit 2-3 Leuten wenigstens anzufangen. Ja. Weil man nicht weiß, welche Punkte braucht man denn und welche nicht. Aber man kann halt alles lernen, was man braucht. Ich habe ja mal einen zweiten Charakter erstellt, auch dann solomäßig die erste Mission mal gespielt. Und es ist halt einfach so, du musst ja ein Haus bauen, einen Unterschlupf in dieser Mission. Und du sollst was jagen. Ja. So, das heißt, du brauchst schon mal einen Bogen und Haus, zumindest Wände, Boden. Und du brauchst, den Pfeiler ist sowieso immer das Erste, was skillst, und ein Dach. Ja. So. Ja, das dauert alleine, weil ich weiß halt viel mehr. Ja, Problem halt viel mehr Punkte. Das Problem an der Sache war, dass die drei zusammen angefangen haben und ich dann halt nachträglich noch mit Icarus gestartet bin. Und die erste Mission muss man mit einem Charakter spielen, weil das mehr oder weniger so ein Tutorial ist. Also bin ich in die Mission rein und war am gucken, was brauchst du, was musst du machen, das musst du machen, das brauchst du und dann fängst du mal an, Sachen zu sammeln, zu leveln, um halt vernünftig erstmal diese Mission abzuschließen. Und ich bin ein Spieler, ich mag nicht unnötig für irgendwas Punkte rausschmeißen. Sprich, ich habe da nicht das Strohhaus gelernt, sondern ich habe das Holzhaus lernen wollen, was man mit Level 5 dann freigeschaltet hat. Also musste ich erstmal 5 Level machen, wo man kaum Erfahrung bekommen hat und hab dann schön nachts unter freiem Himmel gepennt, was auch nicht so toll war. Ja, tja, gelohnt, weil jetzt weiß ich nicht mehr, was du mit deinen Punkten machen sollst. Ja, das wusste man ja vorher nicht. Richtig, das ist mal das Problem. Auslernen. Nee, das würde ich jetzt trotzdem nicht nochmal lernen. Ja, dann nicht. Ich wollte ja nur. Ich kann jetzt Holz und Stein und das ist okay. Ja, okay. Na gut. Ja, aber du sagtest gerade halt nachts unter freiem Himmel pennen und nicht so geil und sprach vorhin Wetter an, weil Holzhaus, Steinhaus, Unterschiede da auf jeden Fall noch merklich vorhanden. Also nachts ist halt Kacke. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie ihr teilweise also noch was sehen könnt. Aber also wenn nachts Nacht ist, dann ist sehe ich halt nichts. Genau, ich auch. Es ist schwarz. Ich hatte gelesen, deswegen sieht der Toto, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Wenn man die Schattenqualität wohl runterstellt, dann wird das heller. Was ich ganz einfach machen muss, ich habe zwar so einen sehr leistungsstarken Rechner, was Prozessor und RAM angeht, aber ich habe halt einfach keine aktuelle Grafikkarte. Ja. So, und damit das Spiel ein bisschen besser läuft, habe ich die Schatten halt runtergedreht auf Mittel. Und seitdem kann ich nachts eigentlich ganz gut was sehen. Ich sehe auch in Höhlen was. Solange nicht irgendjemand auf die Idee kommt, hey, ich mache mal die Taschenlampe an oder ich mache mal eine Fackel an, weil dann sehe ich komischerweise nichts mehr. Also, aber vorher ist für mich die Sicht noch ganz okay. Also nachts ist komplett bei mir einfach schwarz. Also wirklich kann nicht meine eigenen Füße sehen. Also wirklich so dunkel wird es dann nachts eben in diesem Spiel. Ich finde es aber tatsächlich mal cool, weil bei den meisten Spielen ist nachts halt, es ist halt dunkel, man sieht halt nicht ganz so gut. Da ist es halt einfach, ich sehe halt nichts mehr. Und wenn ich keine Fackel habe, habe ich halt ein Problem, weil ich nicht mal merke, dass ich gerade vor einem Baum laufe quasi, so dunkel ist es. Also es ist mal einfach was anderes in dem Punkt. Ja, richtig. Eben Wetter im Allgemeinen ist halt noch ein Punkt.
kenne ich so aus anderen Spielen auch gar nicht. Klar, Wetter ändert sich in Spielen, aber das Wetter hat einen extrem starken Einfluss einfach in diesem Spiel. Ja. Ich erinnere mich an eine Mission, wo wir beide in ein Eisgebiet mussten, sind dort rein und wollten dort, mussten einen Punkt erreichen. Und um diese Strecke zu überwinden, haben wir uns gedacht, nehmen wir uns Bauteile mit, um ein kleines Holzhaus zu bauen. Ein Feuerchen dort reingesetzt, damit es eben warm wird. Temperatur macht eben dort auch einen Unterschied. Also irgendwann kriegt man halt dann Schaden und stirbt dann eben vor Kälte. Und haben dann dieses Haus dort schnell zusammengezimmert. Und dann kam ein Eissturm eben in diesem Gebiet. Und wir standen in diesem Häuschen und die Dächer sind wirklich weggeflogen einfach irgendwann und standen noch unter einem so einem Restdach. Der Timo hat verzweifelt versucht, dieses Haus zu reparieren mit dem Hammer. hat mäßig gut funktioniert. Es war, klar, in dem Moment dann irgendwie Stress, aber hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil, weiß nicht, in diesem knarrenden Haus zu stehen, also die Geräuschkulisse ist sehr, sehr gut, was das angeht. Ja. Auch wenn man durch den Wald rennt, irgendwie wenn gerade Wind ist, man hört die Bäume knarren, die können auch dann eben teilweise umfallen. Kannte ich so aus anderen Spielen bis jetzt noch gar nicht. Also, aber was ich noch in dem Schneegebiet gut fand, dieser Extremsturm, der hat halt einfach mal Haus weg. So, keine Chance. Ansonsten diese leichten Winde, die auch da im Eisgebiet ein bisschen mehr Einfluss haben oder im Schneegebiet als im normalen Waldgebiet. Es schneit da, gerade wenn ein Sturm ist. So. Und der Schnee, der auf dem Dach lag, hat das Dach zum Einstürzen gebracht. Tatsächlich. Ja. So, du denkst überhaupt nicht drüber nach. Das hat in so einem Spiel passiert, weil, ja mein Gott, es ist halt Schnee. Ja, Schnee wiegt aber anscheinend. Ja. So, und da hat man dann jetzt den Vorteil bei einem Steinhaus. Da hast du das Problem nicht. Ist einfach viel widerstandskräftiger, brennt nicht so schnell, bessere Temperaturisolierung wegen dem Feuer, was wir angesprochen hatten. Und das ist halt, also das ist wirklich der größte Unterschied. Der Rest ist dann, glaube ich, auch wirklich nur noch Optik. Ja. Also wer dann irgendwie Aluminium bauen will, das ist halt nicht so geil wie Stein. Das ist halt irgendwie Quatsch. Ja. So. Das Einzige, was wirklich noch einmal sehr schön war, was allerdings auch auf den Bug zurückzuführen war. Timo war sehr stolz, als er uns dann mitteilte, hey, ich kann jetzt unser Holzhaus besser bauen, weil die Sachen, die ich baue, fangen zu 50% schlechter Feuer. Ja. Ja, das war im Spiel leider genau andersrum programmiert. Die Sachen haben zu 50% wesentlich besser Feuer gefangen. Und das hat auch irgendwie dazu geführt, dass uns einmal das Haus unterm Arsch weggebrannt ist und wir mit 4 Leuten da drin standen und versucht haben, das zu löschen. Das hat aber nicht geklappt. Und wir waren total ratlos, bis dann halt die Patchnotes kamen und ich mir da durchgelesen habe und mir dachte, danke, Timo. Sehr gerne. Auch wenn du nicht wusstest, aber danke, Timo. Sehr gerne. Das Schlimme war ja, vorher stand ich noch, ich war, glaube ich, gerade eine Höhle irgendwie am Absuchen und sowas. Ja. Und ich stand vorher allein in diesem Haus. Und habe halt gesehen, dass eine Ecke anfing zu brennen. Ich dachte, gut, kannst ja löschen. Habe nur nichts gesagt. In dem Moment auf einmal fing die zweite Ecke an zu brennen und ich konnte einfach nichts machen und hatte so ein schlechtes Gewissen danach, als das ganze Haus weg war und dachte so, boah, toll, jetzt warst du allein im Haus, hast du mir geschafft, ein Feuer aufzuhalten. Ja, ich bin ja noch zu dir gerannt. Den Wald anzündet. Im Endeffekt standen wir danach wirklich zu viert in dem Haus und es hat einfach trotzdem nicht geholfen. Man konnte es nicht löschen. Also, auch noch so eine Sache, die ich sehr interessant finde. Du bist derjenige, der den Wald in Brand gesteckt hat. In allen anderen Spielen kannst du mit so einer blöden Fackel überall rumrennen und es passiert nichts. Wenn du in Ikarus mit einer Fackel irgendwo stehst und irgendeiner passt nicht auf und streckt dir den Arsch entgegen, dann fängt er an zu fackeln. Genau. Ne, Spezi? Ja. Oder du läufst halt durch den Wald und passt nicht auf und rennst halt durch ein paar Büsche und auf einmal drehst du dich um und denkst dir, yo, ah. Ich war das nicht. Nee. Packst die Fackel weg und rennst einfach. Genau. Okay, Fazit Ikarus. Fazit Ikarus. Warte mal, kurz sortieren. So, ja, jetzt so rum, ja, okay. Also, wer auf Survival steht, an sich per se schon mal, also sei es ein Ark oder ein Green Hell oder irgendwas, was halt nicht dieses einfaches Survival hat wie in Minecraft, sag ich mal, ne? Sondern schon ausgewogeneres, ist sehr gut bei Ikarus aufgehoben. Klar, man muss dem Spiel noch ein bisschen was verzeihen, weil es technisch noch nicht einwandfrei läuft, obwohl es ja nicht im Early Access ist. Naja, es ist Early Access, so stempel ich das ab, dann ist das auch alles gut. Da halt Lust hat, vor allem mit Freunden zu spielen, weil darauf ist es ausgelegt, definitiv. Ja. Sonst kommst du einfach alleine nicht wirklich voran. Und vielleicht, weil wir zu viert oder dritt Schrägstrich zu viert spielen, sind auch diese Missionsvorgaben
ein Witz im Prinzip, ne? Weil, keine Ahnung, wir haben das jetzt bis immer geschafft, ohne da großartig irgendein Problem zu haben. Ja. Ne? Also es ist vielleicht an manchen Stellen noch zu einfach mit mehreren Leuten, aber du kannst es halt alleine spielen mit deinen, also alleine spielen mit deinen Freunden, ne? Was wir vorhin angesprochen haben. Weil es da auch noch recht schwierige Missionen, diese Hardcore-Missionen gibt es halt auch noch. Ja, die gehen ja auch nur 6 Stunden. Ne? Das ist ja, aber ja, ansonsten nicht. Fazit, wer halt Bock auf sowas hat, mal was anderes zu haben im Survival-Genre, ja, schlag zu. Stimme ich dir im Endeffekt genau zu. Allein für den Preis schon lohnt sich das da definitiv mal reinzugucken, ja. Weil einfach mal neue Mechaniken sind, einfach mal ein paar neue Sachen ausprobiert worden und die auch wirklich gut umgesetzt sind in dem Fall. Macht Spaß nach 50, 60 Stunden. Es wird ein bisschen eintönig, ja, ja, weil durch dieses Missionssystem man immer wieder von vorne anfängt, immer wieder die gleichen Sachen macht. Aber ganz ehrlich, 30, 35 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Ich glaube sogar noch 25. Ja, 25. Bezahlt, ja. Ganz ehrlich, für den Preis, wenn man da 50 Stunden Spielspaß hatte. Definitiv. Also lohnt sich. Und das Einzige, wo ich sagen würde, was ein Problem sein könnte, ist halt eure Hardware. So, Steam gibt dir halt die Möglichkeit, es zurückzugeben, wenn du es unter 2 Stunden gespielt hast zum Beispiel. Also holt euch das, guckt rein, ob es irgendwie läuft, für euch gut läuft. Da sind die, sag ich mal, Präferenzen auch immer ein bisschen anders. So, und wenn es euch dann gefällt, dann ja, go for it, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also ich finde Icarus toll. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich finde ja auch dieses Missionssystem wirklich toll, weil du hast in anderen Spielen irgendwann einfach dieses für deinen Charakter gesehen Gotthafte. Du bist ja irgendwann so genau dermaßen weit, dass dir alles vollkommen egal ist. Das stimmt. Also du hast halt, du startest irgendwas neu, du rennst dann da rum und denkst dir so, ja, boah, Vorsicht, da ist ein Vieh, da ist da Vieh, da ist da ein Vieh, ich gehe woanders lang. Und 10 Stunden später, ja, tschüss Vieh, tschüss Vieh, tschüss Vieh. So, und bei Icarus ist das so nach, du hast immer das Problem, du möchtest nicht gegen einen Bären kämpfen. Du willst nicht, dass der Bär dich von hinten angreift, weil dann hast du echt ein Problem. So, und das ist genauso, wenn dann irgendwie so ein Rudel an Wölfen kommt. Du möchtest nicht gegen mehr als einen Wolf gleichzeitig antreten müssen. So, das hat geil daran. Auch nach, mein Charakter ist jetzt Level, ich glaube, 55. Ja. So, und ich möchte immer noch nicht direkt gegen einen Bären antreten müssen. So, ich finde das toll, weil du immer noch dieses Gefühl hast, dass du wirklich überleben musst mit deinem Charakter und nicht einfach machen kannst, was du willst. Und gerade dieses Missionssystem, was dahinter steht, weil du ja immer wieder von vorne anfängst, hilft dabei auch. Ja klar, du bist halt, du fängst immer wieder von ja mehr oder weniger null an. Ne? Ja, du klar, fängst, du kannst Sachen überspringen, wenn du dann besser Sachen gelernt hast. Ja, und du hast noch den Vorteil, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, mit den Belohnungen von deinen Missionen, die du machst mit diesen Credits, kannst du dann in der Werkstatt noch bestimmte Sachen freischalten, also andere Umweltanzüge, die dir ein paar Vorteile bringen, zum Beispiel, dass du einen Hitzewiderstand hast, einen Kältewiderstand hast, dass du einen Sauerstoff- und einen Wasserslot in deinem Anzug hast, also sprich, dass du dich nicht mehr explizit darum kümmern musst, was zu trinken und zu atmen zu bekommen, sondern du packst dann einfach die Sauerstoffflasche rein und eine Wasserflasche und die werden dann leer gemacht. So, du kriegst auch über diese Werkstatt eine super Sauerstoffflasche. Ja, definitiv. Die musst du halt nur erstmal freischalten. Ne? Das macht den Anfang von der Mission wesentlich angenehmer. Na klar. Du musst halt nicht mehr komplett alles machen. So, aber trotz allem, selbst mit dem, was wir freigeschaltet haben, wenn ich am Anfang einen Bär sehe, gehe ich woanders lang. Ja. Nee. Betest du erstmal, dass er dich nicht gesehen hat und dann gehst du woanders lang. Ja, weil genau. Wenn er dich gesehen hat, dann ja. Ciao. Ja, kannst auch einfach stehen bleiben, weißt du, ist vergebene Liebesmühe. Ich habe dann einmal versucht, vor dem Bären wegzurennen. Ja, dann hat er mir halt ein bisschen den Hintern abgeknabbert und das war dann. Ja, genau. Also von mir definitiv eine Kaufempfehlung. Icarus ist toll. Ja, und auch von mir, trotz gefährlicher Bären, finde ich das Spiel trotzdem bärenstark. Also für mich absolut mein Lieblings-Survival-Game. Hat einen Moment gedauert in meinem Kopf. Ja, muss auch mal sein. Das weiß ich nicht, ob das sein muss. Für mich das beste Survival-Game, was ich bis jetzt gespielt habe, weil es eben auch sehr realistisch ist und man sich manchmal denkt, ja gut, ist halt ein Spiel, wird schon nicht passieren, aber ja doch, es ist dann doch immer sehr realitätsnah und ja, mir macht es bis jetzt Bock. Ich habe aber auch nicht so lange gespielt wie ihr beiden, also von daher weiß ich nicht, ob irgendwann nochmal der Knick kommt, wo man sagt, okay, ist ein bisschen eintönig, bis jetzt finde ich es nicht
und mir macht Spaß. Ja, ich muss mal so sagen, ne, klar, also wir spielen es gerade viel. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann dieser Knick kommt, wenn man auch nicht mehr weiß, wohin mit seinen Punkten, weil ne, irgendwann ist da nichts mehr, was du neu lernen kannst. Da kannst du nur irgendwas lernen, was theoretisch ein anderer kann. Also es ist ja nicht mal so, dass es nicht mehr Spaß macht dann, aber du merkst natürlich so, du machst jede Mission, Routine fängt im Endeffekt gleich an. Ja. Und du weißt natürlich, was du tun musst irgendwann. Es gibt noch Sachen freizuschalten, eben durch diese Ingame-Currency, die man ja, sich klar. da freispielt. Also man hat noch was zu tun, so ist es nicht. Richtig. Aber es ist ja auch noch nicht lange draußen und vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Ne? Also. Ja, angekündigt sind ja zum Beispiel schon, dass zwei DLCs kommen sollen. Ja. Definitiv. Ankündigung und was dann halt wirklich kommt, aber ich denke mal, mit dem Erfolg, den Icarus hat, dürfte der Entwickler Rocketworks da schon hinterher sein, auch seine Versprechen einzulösen. Und die hatten ja bis jetzt auch immer noch weiter gepatcht und arbeiten definitiv an dem Spiel. Es ist ja, nicht so, dass es halt rauskam, gesagt wurde, hier, das ist unsere Roadmap, das wollen wir machen und auf einmal passierte nichts mehr. Ja. Ne, die arbeiten da dran, die verbessern es und von daher ist alles gut. Richtig. Finde ich auch. Okay. Gut, dann kommen wir noch mal zu einem von 3D Survival auf 2D Survival quasi. Ja. Auf Terraria. Schönes altes Spiel. Also kann man, glaube ich, mittlerweile alt nennen. Das müsste 8 oder 9 Jahre alt mittlerweile, glaube ich, sein. Ich weiß es nicht. Hat schon ein paar Jährchen auf jeden Fall. Es hat mittlerweile, ich glaube, 4-mal hat Relogic den definitiv ganz, ganz sicher letzten Patch rausgebracht. Wir werden da nichts weiter hinzufügen an Content. Komischerweise glaubt die Community den mittlerweile nicht mehr. Man denkt auch, das wird wahrscheinlich noch mal irgendetwas kommen. Es funktioniert halt immer noch, ne? Also warum nicht weitermachen? Es läuft, es ist ein schönes Spiel. Terraria macht einfach unglaublich viel Spaß. Im Endeffekt ja auch ein kleines 2D-Survival-Indie-Spiel. Super liebevoll umgesetzt, also allein was es an Items gibt und weiß nicht, diese ganze Welt macht einfach unglaublich viel Spaß, die man in Terraria hat. Eins der wenigen Spiele, was ich durchgespielt habe jetzt vor kurzem halt nochmal und oder wir dann durchgespielt haben und mir dachte, schade. Also wirklich einfach schade, dass es zu Ende war. Ich hätte gerne weitergespielt, aber man hatte zu dem Zeitpunkt dann eben alles erreicht, man hatte die Bosse besiegt, man hatte die Items, die man wollte eben. Man wollte eigentlich gar nicht aufhören, gar nicht ausmachen. Ja. Dann hat man auch selten, oder habe ich zumindest selten bei Spielen eben, da ich sage so, wo ist der Content hin? Ne? Also ja, meistens waren dann ja nach, weiß nicht, 40, 50 Stunden Spielzeit auch mal froh, dass das Spiel dann auch mal rum ist. Ja. Oder war vorher vielleicht schon mal dann irgendwann genervt, aber da absolut gar nicht. Also da war wirklich der Punkt so doof. Also ich habe letztens ja erst mit Terraria eigentlich, sag ich mal, richtig angefangen. Ich habe das irgendwann schon mal gespielt, aber nicht jetzt in dem Umfang, wie ich es mit euch gespielt habe. Ich fand es da für mich gerade irgendwie dann so super schwierig. So, Leute, ihr wusstet halt, ihr kanntet das Spiel so wohin und ich so, viel zu viel, was mache ich hiermit, wo muss ich hin, was mache ich damit und so. Trotz alledem des schwierigen Einstiegs quasi, macht es mir Spaß. Ich würde halt, wenn dann gerne nochmal, ich habe immer so ein Problem, dass ich nicht so lange online bin wie ihr. Und würde, wenn dann, wenn wir das nochmal spielen, nochmal gerne in einer neuen Welt quasi starten und dann nochmal, dann weiß ich auch ein bisschen was. Kann man durchaus nochmal machen. Wir dann kann man ja sowieso in einer neuen Welt starten, weil die Welt, die wir bei uns auf dem Server am Laufen haben oder hatten, die ist fertig. Ja, ja, ne? Gut, also wenn du jetzt mit einem neuen Charakter da einsteigen würdest, hättest du es sowieso sehr schwer, weil wir halt in dem zweiten Spielmodus sind. Ja. Und da würde ich auch nicht mit einem neuen Charakter anfangen wollen. Nö. Das ist etwas unpraktisch. Also ja, wir anfangen können, haben wir die Sachen ja alle, das ist ja, der Spielstand ist quasi durch. Ja. Also wir können gerne nochmal neu anfangen. Jo. Frisch habe ich kein Problem mit. Ich spiele dieses Spiel wahnsinnig gerne. Ich habe mal geguckt, meine älteste Welt, die ich im Moment noch habe, die ist irgendwie von 2014, glaube ich. Okay. Kann man allerdings nicht alles drin machen, weil für viele Content-Sachen musst du einfach eine neue Welt anfangen. Das hat Relogic auch so geschrieben. Dass dann irgendwie bestimmte Bosse oder so da drin machen kannst, das kann ich einfach nicht in meiner alten Welt. Aber die behalte ich auch nur noch aus Nostalgie. Ich habe jetzt auch mal eine neue Welt angefangen, die ich jetzt als Caster durchspielen will. Also als eine der 4 Klassen, die es in dem Spiel gibt, halt Melee, Ranged, Caster oder Summoner. Und bin mich da jetzt so ein bisschen am Durchbeißen und ich weiß, dass er darauf hinauslaufen wird, dass ich wieder viel zu viel Zeit in diesem Spiel verbringen werde, um irgendwas zu bauen und ja.
Also ich habe auch kein Problem damit, nochmal einen neuen Charakter anzufangen und dann nochmal irgendwas anderes. Dann spiele ich halt einen Melee oder einen Range. Dann hast du hast halt einfach diese vier Klassen auch, die sich vollkommen unterschiedlich spielen. Also man muss aber sagen, die Menge an Content, die Terraria bietet dafür, dass es ja im Endeffekt ein kleines Indie-Spiel ist. Also das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Ist unfassbar. Man schaltet halt diese Händler eben frei durch verschiedene Aktionen, die man im Spiel machen kann. Und ich weiß nicht, was sind da 20, 30 Händler? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte versuchen, da durchzuzählen, aber das sind einfach zu viele. Einfach so viele, die man da alle freischalten kann. Ja. Die ganzen, es gibt Items. Also wenn man mal ins Wiki von Terraria guckt, einfach wie viele Items es gibt. Das ist unfassbar. Also sich das alles zu überlegen, das alles ins Spiel zu bringen als Indie-Entwickler eben. Ne? Und man kann Items miteinander kombinieren. Dieses Kombinationssystem ist so komplex einfach. Also da blickt man kaum durch. Man hat dann eben diesen einen Händler, den man von Anfang an hat, dem man kann man irgendwie Sachen geben und sagen, du, was kann ich damit tun? Dann kriegt man so eine ellenlange Liste an Sachen, die kann man damit tun. Blickt da überhaupt nicht durch, so wenn man so komplett neu in das Spiel reinkommt und muss sich da wirklich so ein bisschen reinarbeiten. Es funktioniert recht gut, also es ist gut gelöst. Weil ich auch nicht alles brauche natürlich an Sachen, die ich dort craften kann. Man hat aber immer noch den Anreiz, dann mit der Zeit zu sagen, ich möchte was Neues craften, was kann ich denn hier noch machen? Und um doch noch ein bisschen weiter zu spielen, um dann eben, wie wir es dann gemacht haben, das beste Schwert, was es im Spiel gibt, zu craften, was halt extrem aufwendig ist zu kriegen halt, weil man da eben, ich weiß nicht, wie viele Schwerter zusammen craften muss, hat dann eben die Waffe, die man erst kriegen kann, wenn man den letzten Boss besiegt hat, weil vorher kriegt man das letzte Schwert dafür nicht. Die letzten beiden Schwerter, die man von dem letzten Boss bekommt, und du hast natürlich nicht eine 100% Chance, dass du diese zwei Schwerter bekommst, sondern der droppt irgendwie 8 verschiedene Items, für jede Klasse 2 Stück. So, und dann stehst du da und denkst so, ja, super, jetzt habe ich den 10-mal gemacht und ich habe doch nicht eins davon. Dann kann man sich dann ausrechnen, wie wichtig dieses Schwert dann ist, auch wenn man schon schafft, den letzten Boss zu farmen halt. Aber es macht dann so ein Erfolgserlebnis, dieses Schwert dann nochmal zu kriegen. Es ist halt so ein Chase-Item. Ne? Das ist dann auch viel zu stark, und wenn man das dann einmal hat, dann ist halt auch alles andere egal im Endeffekt. Aber selbst das hat eben Spaß gemacht, irgendwie dieses Schwert dann noch zu farmen oder die letzten beiden Schwerter noch zu farmen, um da ranzukommen. Es hat ein Bausystem aus verschiedenen Materialien, selbst da haben wir ja gar nicht bis zum Ende noch irgendwie alle, weil es so viele Baumaterialien noch gibt, wo man bestimmte Werkbänke wieder braucht, die man nur finden kann, dann auch teilweise nur an bestimmten Orten dann wieder findet. Also es ist in seinem System einfach unglaublich komplex dafür, dass es eigentlich ein simples Spiel ist. Also es ist total simpel gehalten, ich grab mich irgendwo rein, ich sammle Erze, ich crafte, kriege bessere Materialien, also dieses klassische Survival-Ding im Endeffekt. Aber umso länger man spielt, umso mehr kommt man eben in die Tiefe und sieht einfach, was da alles hintersteckt. Also. Ja. Wobei man, weiß nicht, Survival, es fehlen halt ein paar Aspekte für ein Survival-Spiel. Du brauchst nicht unbedingt auf Nahrung achten, du musst nicht auf Wasser achten. Das nicht. Das nicht. Also es ist sozusagen ein Softcore-Survival. Genau. Ja. Mhm. Das ist ja ähnlich. Also Terraria wurde ja mal immer irgendwann als Minecraft-Gegner quasi gesehen. Minecraft ist ja auch so, du füllst deine Herzen auf, indem du was isst, beziehungsweise deine Nahrung oben hast, und wenn deine Nahrung hoch genug ist, dann regenerierst du dein Leben. Du musst es ja nicht, ne? Also du stirbst nicht, wenn du nichts gegessen hast. So. Das Terraria, weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt jemals drauf geachtet habe, was zu essen, außer um irgendeinen Statuseffekt zu kriegen. Genau, du kriegst halt verschiedene Statuseffekte durch Tränke und all solche Sachen. Das gibt es halt, um nicht dann irgendwie, also gerade hinterher im Endgame wird es dann auch wichtig, die Tränke zu haben, eben, um sich zu buffen, um irgendwie stärker zu werden, mehr auszuhalten. Und auch das Ganze, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Tränke es da gibt. Zu viele. Angefangen mit wirklich den ganz simplen Kram mit irgendwie, ich halte dann eben mehr aus oder werde stärker, bis hin zu irgendwie Feather Fall Potion, damit ich dann eben keinen Fallschaden kriege. Ja. Oder die tolle Superspielerei, die Gravitation Potion. Dass jedes Mal, wenn man nach oben drückt, ändert sich die Gravitationsrichtung. Das heißt, ich falle dann eben nach oben oder falle nach unten jedes Mal, wenn ich das drücke. Super toll, kann man sich auch sehr schnell mit umbringen, also alles top, ne, weil der Fallschaden bleibt dann eben aktiviert, also dann eben nur in die andere Richtung. Und wenn man dann auf so eine Wolke klatscht, dann war es dann eben. Ja. Muss man ein bisschen mit aufpassen. Also auch super kreativ, also ne, es gibt dann verschiedene Events, die man starten kann, irgendwelche Weihnachtsmann-Events, und also wirklich auch heute noch ein super Spiel, das kann ich nur empfehlen, wer Terraria noch nicht gespielt hat, sollte das einfach mal tun, wenn man so Bock hat auf so ein bisschen so Mini-Survival, nennen wir es einfach mal. Es kostet, glaube ich, nichts gefühlt so bei Steam inzwischen. Und ich habe keine Ahnung, auf jeder Plattform. Es gibt auf jeder Plattform.
Ja, müsste eigentlich auf Switch und sowas eigentlich auch geben inzwischen, oder? Also ich, ja, auf Switch glaube ich auch, ja. Deswegen, man kann es eigentlich spielen, wo man will. Ich habe es bis jetzt nur auf PC gespielt, keine Ahnung, wie gut die Steuerung halt auf Konsolen ist, aber ja, für die, ich lass ne? maximal 10 Euro kosten, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und du brauchst keine Angst haben, dass das Spiel nicht läuft auf deinem Rechner. Nein, ja, auf so einen alten Rechner kannst du nicht haben, weil dann läuft Windows da nicht drauf. Ja, ja, ganz genau. Also ganz die Anforderungen sind wirklich minimal. Ist auch der egal, Rechner muss wie, angehen, dann passt ja, das schon. Egal, wie, was da an Effekten passiert, durch, also gibt ja auch ein paar Waffen oder Zauber-Items, die dann halt wirklich so ein paar Effekte hervorrufen. Und selbst diese Effekte sorgen nicht dafür, dass das Spiel annähernd also, anfängt zu ruckeln. Das war vor 8 Jahren so kein Problem. Das ist jetzt erst recht kein Problem. Wollte also, ich gerade sagen. Also, das sollte gehen. Ja. Speziell das Auge spielen. Nur mehr als ich. Ich habe das Auge gespielt. Ne? Weiß ich gar nicht. Ja, ein bisschen ich habe das mehr. Ja ein bisschen mehr. Also ich habe es früher schon mal angefangen, aber ich bin auch immer über diesen Status nicht hinausgekommen. Ja, man spielt es an und plötzlich haben die alle so krass eingeholt und du weißt gar nicht mehr, worum geht es ja eigentlich. Okay. Ja, also, stell mir mal vor, ich fange ein Buch beim Intro an und alle anderen sind schon da und du musst da plötzlich weiterlesen und weißt gar nicht mehr, worum ging es in der Vorgeschichte. So. Nee. Ist dann immer schwierig und dann ist immer so ein bisschen die Luft raus. Also, machen wir immer noch mal so ein Slowplay für euch beiden. Ein sehr, sehr... So ein Slowplay quasi für euch beiden. Ja, das wäre cool. Ansonsten ein sehr interessantes Spiel. Man ahnt es tatsächlich nicht, wie du schon sagtest, dass es so vielseitig plötzlich wird, weil am Anfang kommt man einfach in der Welt und denkt, okay, was ist hier los? Ein bisschen aus was von Super Mario und dann denkst du, kannst ein bisschen rumspringen so und dann fängst du plötzlich an, du kannst dich unter die Erde und selbst da fängst du dann an, so vielseitig zu werden, dass da so viele Ebenen gibt. Ja. Ist schon interessant, wie sich das so aufbaut und dass es plötzlich so groß ja. wird. Ja, cooles Spiel. Ja, kann ich auch nur sagen. Also ich habe da nicht so viel reingespielt wie in Icarus oder andere Spiele. Ich sage jetzt einfach mal, es ist ein cooles Spiel. Man muss halt mal am Ball bleiben. Am besten jemanden haben, der sich auskennt, obwohl sich das Spiel, glaube ich, ganz gut an der Hand nimmt. Ne? Ja, im Großen und Ganzen schon die wichtigsten Sachen definitiv. Ja. Gibt eigentlich nichts, was du, wo du halt wirklich Wissen vorausgesetzt wird bei diesem Spiel. Ja. Weil du kannst halt, du hast den Guide. Der Guide hilft dir bei allem. Das ist gut. Ne? Du drückst dem Guide irgendwas in die Hand und sagst unter dem Punkt Crafting hier, was kann ich damit machen? Und der zeigt dir genau an, was du damit alles machen kannst, an welcher Crafting Station du es machen kannst. Er erklärt dir zwar nicht, wie du an diese Crafting Stations kommst oder wo du die Materialien herkriegst, weil er zeigt dir einfach nur alles an. Das heißt, du kannst, wenn du ein neues Spiel hast und drückst dir einen Eisenbarren in der Hand, stehen da halt auch Items mit bei, die man erst in diesem sogenannten Hard Mode bekommt, der halt erst nach einiger Zeit aktiviert werden kann, weil du dafür einen bestimmten Boss töten musst. Und du weißt halt gar nicht, wo du das ganze Zeug herbekommst. Aber er sagt dir, dass du es machen kannst. Ja, du weißt schon mal, dass du damit das machen kannst. Das ist ja schon mal gut. Ja. Ne? Also Fazit vom Spezi? Ja, ein gutes Spiel, lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt auf allen Plattformen gibt, kann man auf jeden Fall reingucken. Ja. P brauche ich nicht fragen. Ich wer es nicht gespielt hat, kaufen. Ansonsten, wer es gespielt hat, nochmal kaufen. Weil ich glaube, nach den insgesamt, ich habe mir das letzte Mal zusammengerechnet, 350 Stunden haben meine Charaktere da zusammen. Kann ich sagen, das ist ganz okay. Ein ganz nettes Spiel. Kann man mal machen. Man muss da nicht so viel Zeit drin aufwenden. Aber man kann da sehr viel Zeit drin das aufwenden. Das ist, glaube ich, auch so, ne, das ist ein guter Punkt. Du musst es nicht. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie stark am Ball bleiben musst, sondern du kannst halt einfach immer wieder reingehen. Alles ist cool und kannst deine Zeit da verbringen, ein bisschen was bauen. Oder du kannst halt voll rein und mehrere Welten und weil es dir so Bock macht. Also es kann dich halt auch wirklich packen, wenn du da Interesse dran hast. Und vielleicht noch ganz kurz, die Entwickler sind tatsächlich hingegangen, du kannst eine Welt mit einem bestimmten Seed erstellen und da gibt es dann spezielle Events. Es gibt spezielle Welten, die mit speziellen Seeds einfach gestartet werden. Cool. Unter anderem halt auch von einem Community-Mitglied, der halt sehr viel mit ReLogic zusammengearbeitet hat, halt auch Bugfixing und auch Ideen eingebracht hat, gibt es einfach ein World Seed. Ja, das ist mit cool. seinem Namen. Also da, cool. da sind wirklich ein paar sehr schöne Easter Eggs mit drin, die man halt über eine bestimmte Welt aufrufen kann. Ich finde es toll. Das ja, ist echt super. Das merkt man. Sehr begeistert. Ja, ich bin wahnsinnig begeistert von dem Spiel. Das hat seinen Grund, warum ich über 350 Stunden drin verbracht habe, obwohl man nur einen Charakter eigentlich braucht, weil man skillt nichts für den Charakter an sich, sondern du ziehst halt ein Rüstungsset an, nimmst deine Accessoires und kannst dann
Caster spielen oder packst dann alles weg, nimmst andere Sachen, kannst dann einen Melee-Charakter spielen. Ja. Ich wollte trotzdem jeweils einen haben. Ja, ist auch okay. Das ist ja the good old RPG. Ja, genau. So, ne? Ja. Dann komme ich jetzt mal zum Fazit der Folge, würde ich sagen. Und Fazit zitiere, das ist kein Wort, ist egal. Jetzt ja. Ikarus, Ikarus, gut, wenn du auf, sagen wir mal, Hardcore-Survival stehst und dein Rechner halbwegs aktuell ist. Ja. Terraria, geil, wenn du auf wirklich einfach erkunden und ausprobieren und einfach kennenlernen und so weiter stehst. Und da ist der Rechner auch scheißegal, weil es gibt auch auf allen Plattformen, da gibt es wahrscheinlich dann sogar schon fürs Handy. Möglich. Es gibt eine Mobilversion ja. von dem ja, Spiel. Siehste, also stimmt, braucht noch nicht mal einen Rechner. Ihr könnt jetzt, wenn ihr das auf eurem Handy hört, euch das im Store eurer Wahl runterladen. Wir kriegen übrigens kein Geld dafür, keine Werbung. Aber es sind gute Spiele. Keine Werbung. Hashtag keine Werbung. Aber es sind gute Spiele, also kann man das machen. Und was ihr uns tun könnt, wenn euch das Ganze gefallen hat, uns entweder auf Twitter mal was schreiben oder wenn ihr das auf YouTube guckt, dann einen Kommentar da lassen und das Video liken. Oder wenn ihr das nicht auf YouTube geguckt habt, sondern nur hört und ihr wollt uns sehen, dann guckt auf YouTube. So nämlich. Das ist ja? der Trick. Das ist der Trick. Und da gibt es auch noch andere Videos, nicht nur diesen Podcast. Also guckt da rein und bleibt hier. Und bis nächste Woche. Tschüss. Bis mal.